hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei nächste Folge von One Piece Blinding Blood. Ich bin der gute Sachse, wir zogen weiter, nicht die Geschichte. Geschichte haben wir wie letzte Folge beendet, oder letzte Woche besser gesagt. Am Freitag, denn Ace haben wir Enten Akaino besiegt. Das war echt blödige, verdammte Schwerkampf. Was habe ich noch kurz bevor Aufnahme haben geschafft? Ich habe nicht klug erstellt. Ich habe kurz die Charakter gekauft. Seht ihr, ich habe fast alle. Oder am besten kann man sehen, so. Nur fast alle. So viel, wie ich konnte machen. So viel habe ich gekauft. Also fehlen noch ein paar Stück, dann werde ich alle freischalten. Also das fehlen noch ein paar Stück. Jo, mal sehen, wie soweit wir den Schmidt Steckbriefen. Ich habe einen besonderen Steckbrief erhalten. Passt gut auf bei dieser Herausforderung. Okay. Ach. Ich habe hier einen Brief. Okay. So, machen wir das Standard-Steckbrief natürlich. Ersten Ruffy, ich habe das geleistet. Weil wir haben mit Ace gespielt, so ein bisschen. Machen wir eine nach der anderen. Auch wenn habe ich erledigt, machen wir die. Das alle komplett machen wir. Ich und ihr könnt zum Beispiel in den Kommentar schreiben, wenn soll ich nächste Runde nehmen und mit wem soll ich spielen. So. Ich weiß nicht, wie viel werde ich machen, aber also heute will ich Michon nehmen. Falkenauge. Dann werde Zoro und haben mir gedacht, komm, nimm zu Fuchira. Der hat kein Level. Unterstützer nehme ich keine, weil ich habe keine. Kann ich nur eventuell einen Unterstützer nehmen. Ja. Nimm mir den da, komm. Scheiß drauf. So, und starten wir. Weil, mit Falkenauge Zoro. An Zoro habe ich gespielt. Einmal kurz. Ich weiß nicht ganz genau, wie die drauf sind. Starten wir. Okay. Schauen wir. Alter. Der haut echt rein, muss ich sagen. Okay. Also, muss ich sagen, Wechsel, mal sehen, ob wie Fuchira ist seine Art. Naja, tala, aber okay, du so gut. Mal sehen jetzt, kann man das? Okay. Alter. ちょいと待ちなさい。
Alter. Was? Okay. Also. Jetzt versuchen wir den Zoro. Weil lang. Okay, tut mir leid, Tupchen. Tju, alle haben wir erledigt. War echt nicht so schwer, natürlich. Machen wir den nächsten Kampf. Nächster Kampf habe ich. Ich will jeden Charakter ausprobieren. Oh, mich schon an Level 2. Die auch. Und an bekommen ein bisschen. Es. Ah, okay. Naja. Aber haben wir 5000 bekommen. Ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Aber trotzdem, die Bestes bleiben immer noch. Gott sei Dank. So. Nächstes Step. Steckbrief nehme ich natürlich, will ich Ruffy und dann nehme ich Sabo und natürlich doch Ace. Brüderchen bleiben immer zusammen, egal was passiert. Statt mir. So. まずくねえか。思わぬ落とし穴だ。サボ、お前はてっきりうちの航海士かと。お前ら俺の船に乗れよ。おい、何？報酬は全部このバギー様がいただくからな。目の前の敵よりまずあんたを殴りたいわ。OK。 Okay, der haut ziemlich. Okay. Er aktiviert zweite Gang. Oh, you. Nice. Also. Der Ace haben wir ja schon gesehen, was er macht. Was macht der? Also. Naja. Ich will noch mal kurz. Nein! Okay. Nein, das geht nicht! Willst du mich verarschen? Oh, und das war's. Schade. Ich hab gedacht, kann ich Raffi machen, dass er bekommt vierter Gang, aber ist nicht passiert, wie ich wollte. Okay, machen wir weiter. Kampf beenden. So, aber es ist schon nicht schlecht, finde ich.
Naja, ah. Heirate mich, oh lol. So, jetzt muss ich mir vielleicht mehr Mühe geben. Wem nehme ich jetzt? Da habe ich nicht überlegt, so ganz genau. Aber sehr gerne werde gerne nehmen Low. Nein, Low. Ruffy und Kid. Okay, Dragon Man und den, okay. Ich will nur durchmachen, schauen, wie das werde. Den Kampf. Überhaupt schau, ich will schauen, wie die sind. Okay. Okay. Der greift. Okay. Ich finde, der ist. Okay, jetzt sieht besser aus. Aha. Was? Ey, ohne Scheiß. Na gut. Ich werde sein Kid ist vielleicht starke Person. Aber als Charakter zu spielen ist relativ, muss ich sagen, schwer, weil er braucht diese Hand, so wirklich Schaden zu machen, finde ich, zur Fähigkeit zu machen. Aber ich glaube, der ist ziemlich gut, aber muss man mit wirklich mit ihm gut umgehen können. Ja, habe ich auch bekommen. So, nächster Steckbrief. Haben wir schon bis 14? Das läuft heute. So, nächste, was ich nehme, ich will. Warte, dass ich nichts falsch mache. Also, Wildpuma nehmen im Wanko. Und wer würde gut dazu passen? Ich werde, glaube ich, war abschließen, weil ich werde lieber diese zwei nehmen. Wenn ich drücke Start, bekomme ich einen zufälligen Charakter dazu. Ich will keinen Zufall haben. Ich will nur vielleicht diese zwei haben, nur. Nee. Zufall. Nee, will ich keinen Zufall. Ja, oh. Ah, das muss man entfernen. Okay. Passt.
Puma will jetzt gegen Ruffy, hab ich nicht geschaut. Halte die Talent bei der Angriff. Okay. Okay. Jo! Komm! Puma die... Ey, Alter, der brauche ich eben für die Fähigkeit. Okay. Naja, ich habe gedacht, ja. What? Ja. Nein! Ich hab gedacht, als ob. Nein, du bist Scheiße, 2 gegen 2. Die sind irgendwie schwer zu steuern. So, machen wir den letzten Kampf und. Ich wollte nur. So, toll. Okay. Der ist, wenn er macht Abwehr. So, so läuft. Wer wird? Haben wir gewonnen? Wie nice! Ist das geil? Der Puma, das muss man nicht besiegen. Wenn der macht, das sollte verschwinden. Und wir besiegen den Gegner. Dann haben wir automatisch wahrscheinlich gewonnen. Ist ja nice. Ey, das Oberknaller finde ich ein bisschen. So. Bin ich zufrieden? Bin ich zufrieden? War gut. Erste Runde haben wir verloren natürlich. Aber bin sehr zufrieden. この手配書が届いたのはいな。手配書がたくさん届いているだわいな。これも手配書ばかりだから、どれも手他の手配書とは少し違う手配、他の手配書とは少し違う手配書だわいな。しっかり準備して、挑戦するだわいな。どれ、まあ、準備して、挑戦するだわいな。 Da haben wir aufgehört, gell? Ja. So Leute, ich würde sagen, das war's. Dankeschön, dass ihr mir zugeschaut habt, ihr. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video und bis nächstes Mal. Tschüssi, ciao.